Hallo zusammen, heute lernen wir Drei-Schritt-Verfolger. Das sieht so aus. Wichtig, dafür müsst ihr Zwei-Schritt-Verfolger schon können, und zwar rechts und links, sonst geht nochmal ein Video zurück. Drei-Schritt-Verfolger lernt man am besten, indem man einen Poi weglegt, die Hand so hinhält, nimmt man über die Hand, hinter die Hand, weg. Über die Hand, hinter die Hand, weg. Das kann man mit rechts und mit links machen. Über die Hand, hinter die Hand, weg. Über die Hand, hinter die Hand, weg. Schön, wenn man das ein bisschen fließen kann, ist, wenn die Hände dabei zusammen machen. Die berühren sich hier an den Handgelenken und lassen dabei eigentlich auch nicht los. Das kann man vorwärts und rückwärts machen. Und das ermöglicht sehr viel Seitenwechsel. Wenn man das vorwärts und rückwärts kann, kann man hier vorne vorbeiziehen. Ja. Viel Spaß damit. Falls ihr Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren. Tschüss.